Juke und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute auf meinem Kanal. Solltet ihr übrigens neu auf diesem Kanal sein, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Heute in diesem Video geht es darum, wie ihr am meisten Geld in Grand Theft Auto Online verdient, wie ihr das macht und wie viel ihr so verdient. Das erfahrt ihr heute alles hier in diesem Video. Alles, was ich euch heute hier erzähle, mache ich selber. Das habe ich selber ein bisschen ausprobiert, wie man am besten mit wenig Arbeit, naja, schon ein bisschen Arbeit drin, um halt an Geld zu kommen. Aber trotzdem lohnt es sich am Ende. Um zuerst etwas aufzubauen, würde ich euch empfehlen, auch gerade als Anfänger, wenn ihr gerade angefangen habt, diese Regeln auf jeden Fall zu befolgen, diese Reihenfolge, um euch ein kleines Imperium aufzubauen. Am besten ist es, dass ihr als allererstes, wenn ihr zum Beispiel Neuling seid, etwas Geld, etwas Money saved, um halt etwas kaufen zu können. Ich empfehle euch auf jeden Fall die Schatzmissionen bzw. auch die Kopfgeldmissionen von Maut, wenn sie euch angeboten werden, zu machen. Denn dann habt ihr auf jeden Fall zuerst schon mal $500.000 saved. Versucht auch immer, euer Bargeld auf die Bank einzuzahlen, damit es euch nicht gestohlen wird oder wenn ihr sterbt, dass ihr dies nicht fallen lasst. Die beste Quelle, um an Geld zu kommen, sind natürlich Kontaktmissionen. Die meisten, die am meisten Geld bringen, sind natürlich Missionen wie von Martin bzw. Madrazo sowie auch von Lester. Diese Kontaktmissionen bringen am meisten Geld. Natürlich müsst ihr ein paar Tage ein bisschen farmen, um an Geld zu kommen. Habt ihr das gemacht, kauft ihr euch als allererstes den Motorradclub und kauft euch das bzw. kauft euch alle 5 günstigen Gebäude. Zuerst fangt ihr mit der Dokumentenfälscherei an und arbeitet euch dann bis zum Meth-Labor hoch, baut sie alle aus, kauft alles, was man nur kaufen kann. Auch die Sicherheit, das wurde zum Beispiel letztes Jahr gepatcht, dass die Sicherheit auch endlich was bringt und die Polizei davon abhält, eure Vorratsmission bzw. eure Vorräte zu stehlen, um eine Razzia dort zu starten. Habt ihr den Motorradclub fertig und habt alle 5 Gebäude gekauft, Dokumentenfälscherei, Falschgeld, Meth-Labor, Kokainlabor und Grasplantage, wenn ihr dies alles habt und komplett ausgebaut habt, habt ihr auf jeden Fall schon mal eine gute Einnahmequelle. Wenn ihr natürlich hier jetzt fertig seid und natürlich einiges an Geld gefarmt habt, kauft ihr euch als allernächstes den Bunker, denn mit dem Bunker könnt ihr AFK so ein bisschen nebenbei noch Geld verdienen. Wenn ihr dies verkauft, gibt das immer noch 1 Million, wenn alles voll ist. Natürlich müsst ihr hier auch einiges ausbauen, um halt auch an die Kapazität von 1 Million zu kommen. Kauft euch auch hier das Billigste. Am besten ist es, wenn ihr alles aneinander habt. Das heißt, alles in der Grand Sonora-Wüste. Das habe ich auch gemacht, denn meine ganzen Produktionsstätten sind alle in der Grand Sonora-Wüste. Alle rundherum, damit ich schön im Uhrzeiger oder beziehungsweise gegen den Uhrzeigersinn schön alles abfahren kann und alles schön in der Nähe ist. Natürlich ist mir auch aufgefallen, ich kann mich natürlich auch täuschen, dass das einfach nur so und so ist, dass in der Grand Sonora-Wüste weniger überfallen wird, als wenn ihr eine Produktionsstätte in der Stadt habt. Habt ihr natürlich auch den Bunker komplett ausgebaut und fertig, spart ihr euch wieder jede Menge Geld zusammen, um am Ende noch den Nachtclub zu kaufen, den ihr AFK farmen könnt, um natürlich beim Nachtclub AFK bzw. nebenher noch Vorräte sammeln zu können, müsst ihr natürlich einiges freischalten. Darunter zählen natürlich auch der Bunker und natürlich auch hier vom CAO das Lagerhaus. Das darf natürlich auch nicht fehlen, aber ihr braucht auch vom Motorradclub die gefälschten Dokumente bzw. Papiere sowie auch Falschgeld, Koks, Meth und natürlich Gras. Dies bekommt ihr dann freigeschaltet bzw. könnt ihn dann im Nachtclub sammeln lassen. Natürlich braucht ihr auch da einige Mitarbeiter, die für euch diese Sachen sammeln
und am Ende könnt ihr es auch ordentlich gut verkaufen. Diese Methode mache ich natürlich auch. Ich habe diese Gebäude ebenfalls gekauft und mache das schon seit Monaten. Deswegen werde ich auch öfters in meinen Livestreams gefragt, warum ich so viel Geld habe. Hier habt ihr die Antwort zu eurer Frage. So verdiene ich die ganze Zeit legal Geld. Natürlich werdet ihr nicht gesperrt oder sonstiges, denn so sollte man in GTA sein Geld verdienen, nicht durch irgendwelche Glitches oder irgendwelche Mods oder Bugs. Lasst es sein, ihr werdet definitiv dadurch gesperrt. Am besten empfehle ich euch, genau das so zu machen, wie ich es euch heute hier erklärt habe. Kauft zuerst den Motorradclub, baut ihn komplett aus mit sämtlichen Städten bzw. Produktionshäuser, die ihr halt kaufen könnt. Natürlich die billigsten sind am besten, die sind alle in der Gran Sonora Wüste und ihr könnt schön im Kreis rumfahren und dort die Sachen farmen. Später kauft ihr euch dann den Bunker, wenn ihr mit dem Motorradclub fertig seid. Kauft euch dann den Bunker, baut diesen auch komplett aus, habt schon mal ein kleines Imperium aufgebaut. Natürlich darf der Nachtclub am Ende auch nicht fehlen. Wenn ihr diese drei Städten habt, könnt ihr richtig gut Geld verdienen und verdient so, ja, auf jeden Fall am Tag. Wenn ihr natürlich 4 bis 6 Stunden spielt am Tag, verdient ihr ordentlich Geld. Gerade auch bei Events, dort verdoppelt sich natürlich eure Ausbeute und ihr verdient nochmal einen richtig guten Bonus. Wie gesagt, so mache ich das. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ja, da sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Teilt dieses Video mit euren Freunden, damit ihr immer top informiert seid. Und in diesem Sinne, Juke, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!